Ja, herzlich willkommen, liebe Besucher, in der 4. Sächsischen Landesausstellung im Audibau in Zwickau. Das Thema der Landesausstellung ist Industriekultur und wir zeigen das hier in einer Ausstellung auf 3000 Quadratmetern mit fast 600 Objekten in einem zeitlichen Bogen, der 500 Jahre umspannt. Das Erste, was die Besucher hier im Entree der Ausstellung sehen, ist eine große Videoinstallation, die den Annaberger Bergaltar zum Thema hat, eine Auseinandersetzung des Medienkünstlers Clemens von Wedemeyer mit seinen Meisterschülern von der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der Annaberger Bergaltar ist ein Werk im Epochenumbruch. Es ist quasi die Ikone des großen Berggeschreis, das uns auch den Namen Boom gegeben hat. Es geht dort darum, dass eine Restauratorin diesen Altar sehr genau analysiert. Der Altar zeigt alle Arbeitsschritte des bergmännischen Silberbergbaus und er ist eingebettet in eine Geschichte von Daniel Knappe, der eine Vision hat, nämlich ihm wird Reichtum verheißen, den sucht er in der Krone eines Baumes. Dort erscheint ihm ein Engel und sagt, das ist die falsche Richtung, du musst unten schauen. Nicht? Also das ist eine Umkehrung der Heilsrichtung. Vorher hat man das Heil im Himmel gesucht, jetzt sucht man es auf der Erde durch eigene Arbeit. Und wenn man sich dann quasi hier umschaut in diesem Vorraum, dann beginnt auch gleich das erste Kapitel, nämlich Barock und Berggeschrei. Und in dieser Zeit des Umbruchs, der Reformation, gab es auch soziale Unruhen. Wir zeigen hier ein großes Bild von Werner Tübke zum Bauernkrieg, wo man auch den Zwickauer Prediger Thomas Münzer sieht. Wir haben daneben eine Skulptur von Peter Breuer. Das ist ein Bildschnitzer, der bei Riemenschneider gelernt hat und hier in Zwickau gearbeitet hat. Er konnte sehr viele Altäre in der Gegend hier ausstatten. Aber es ist eben die Zeit der Reformation. Das Bildprogramm von Breuer wurde plötzlich nicht mehr gefragt und er starb verarmt hier in der Gegend. Wir haben dort auch eine Lutherbibel mit Illustrationen von Lukas Cranach. Warum zeigen wir das? Erstmal, um zu zeigen, in welchem kulturellen Umfeld das große Berggeschrei stattgefunden hat. Wir zeigen das in diesem Kapitel an mehreren berühmten Ikonen, die den Leuten hier alle geläufig sind. Das sind einmal der Unternehmer Martin Römer, wo wir hier einen Memorialstein haben. Und dann in der nächsten Vitrinenzeile haben wir die Ikonen, die jeder kennt hier aus der Gegend. Adam Ries, der die Mathematik das waren ja im Grunde genommen sowas wie Aktiengesellschaften, die Bergwerke dafür geschaffen hat, der eine Brotordnung, das heißt also ein mathematisches Modell dafür entworfen hat, wie man Getreide gerecht verteilt, weil das mussten damals, hatten Brote einfach immer den gleichen Preis, aber der Einkaufspreis für das Getreide hat variiert. Also wurden dann die Brötchen oder das Brot größer oder kleiner. Das stammt von Adam Ries. Wir haben natürlich die wichtigste Ikone hier. Das ist Georgius Agricola, der Begründer der Montanwissenschaft. Barbara Uttmann, die hier in der Gegend sehr wichtig war, die 900 Spitzenklöpplerinnen unter Vertrag hatte. Und was mir besonders wichtig ist, ist diese Vitrine. Es ist ja immer so, dass man die berühmten Leute in der Geschichte sieht. Die, die im Dunkeln sind, die sieht man nicht. Aber wir haben hier stellvertretend die Legende von Oswald Bartel. Das ist ein Bergmann, der ungefähr um 1500 eingefahren ist, verschüttet wurde. Dann aber durch die Chemie der Wässer, die durch das Berg fließen, sein Körper konserviert wurde und 60 Jahre später quasi unversehrt wieder ausgegraben wurde. Das ist also ein Stoff für eine Legendenbildung, die hier besonders wichtig ist. Das zeigen wir hier in Form von einem Puppentheater
aus dem 19. Jahrhundert. Daneben auch sehr, sehr wichtig ist, sind Dinge, die das Arbeitsleben selber betreffen. Wir haben dort eine Knappschaftsbüchse. Das ist also quasi eine Sparbüchse für die Bergleute, wo sie ihre soziale Vorsorge getroffen haben. Es ist also quasi, steht das am Anfang der Sozialversicherung oder der Idee davon. Wir haben eine Fahrt, eine Leiter aus Ehrenfriedersdorf und so einiges Fundgut mit bergmännischem Gezähe. Und in der Mitte sehen Sie dann auch noch ein Lungenpräparat von einem Bergmann, der an der Schneeberger Krankheit, das ist also eine Form von Silikose, die aber auch mit Radioaktivität, weil es ist eben hier sehr radioaktiv, der Berg, kombiniert ist, was zu einer doch schrecklichen Lungenkrankheit geführt hat, die man erst im 20. Jahrhundert analysieren konnte. Bekannt war sie aber schon bei Paracelsus und nennt sich eben Schneeberger Krankheit, weil das aus dieser Region hier stammt. Wir haben dann hier eine große Installation aus der Zeit des Barock, wo im Original sind das 38 Meter, ein Bergaufzug anlässlich des Saturnfestes im Plauenschen Grund gezeigt wird. Das ist die Hochzeit des Sohnes von August dem Starken mit der Tochter des österreichischen Kaisers. Und das haben wir sozusagen hier in diese Form gebracht. Das waren im Plauenschen Grund 1500 Bergleute, die dann auch ähnlich wie auf dem Bergaltar eigentlich alle Gewerke und alle Techniken in einer, ich sag jetzt mal, einer Art Weltausstellung der Arbeit damals gezeigt haben. Ich möchte vielleicht mal was zum Ort sagen, zum Raum, in dem wir uns befinden. Wir sind in einer großen Industriehalle und ich glaube, das ist auch das Spezielle, die Ausstellung über die ganze Industriekultur nicht eben in einem Museum, sondern in einer Industriehalle zu zeigen. Und auf das haben wir natürlich Referenz genommen. Es zeichnet sich aus durch großzügige, hohe Räume und die haben wir so genutzt mit der Ausstellung oder eigentlich gesagt, wir machen unsere Segmente, unsere Kapitel fast wie man eine industrielle Halle anordnet, industriell rein. Vorbild war für uns sicher, wie die Maschinenindustrie ihre Maschinen reingestellt hat, eigentlich quer zur Halle, dass das Licht eigentlich so durchkommt. Und diese Anordnung, das wiederum fast an das barocke Theater erinnert, weil wir immer wieder Durchbrüche machen, also in die Tiefe gestaffelt, das war eigentlich auch so der Plot, die Grundausrüstung für die Ausstellung, dass man immer die ganze Länge sehen kann, in die Tiefe Querbezüge machen kann, aber trotzdem innerhalb eigentlich eines Segments, einer Salamischeibe eigentlich in diesem Raum drin ist. Dann gibt es vereinzelte so große Installationen eben wie hier. Wir wickeln die ganzen 7 oder 38 Meter ab als räumliche Installation. Nicht einfach linear, sondern als fast skulptural, weil also dieser Umzug ist ja schon eigentlich für mich auch eine große Skulptur. Und das transformieren wir in eine ganz andere Skulptur, in eine räumliche Skulptur, die aber eigentlich nicht nur einen Ausschnitt zeigt, sondern das Ganze zeigt. Wir setzen in dieser Ausstellung sehr stark eigentlich immer wieder auf die Präsentation von den Objekten, weil also für mich ist es schon ein Erlebnis, weil es unglaublich starke und tolle Objekte hier zu sehen gibt. Und die inszenieren wir halt dann im Raum. Mal sieht man sie von weit, mal sieht man sie von nah. Das ist eigentlich, wie wir die Herangehensweise aus architektonischer Sicht machen. Ja, was mir an der Ausstellungsarchitektur und der Gestaltung auch so besonders gefällt, ist der Gegensatz zwischen diesem Industrieregalsystem und der Serialität und den Schatzkammern, die die einzelnen Vitrinen dann darstellen oder die Präsentation der hochwertigen Objekte. Eine Sache, die mir besonders wichtig ist, ist ein Brennspiegel von Ehrenfried Walter von Schirnhaus. Das war
eigentlich der Spiritus Rector der für Sachsen ja so wichtigen Porzellanerfindungen. Dieses Objekt, das ist dieser Brennspiegel, den haben wir aus Paris von dem Musée des Arts et Métiers. Und Sachsen oder in Sachsen konnte das Porzellan erfunden werden, weil es eben so sehr viel bergmännisches Know-how gab. Ehrenfried Walter von Schirnhaus war ein Spezialist der Hochtemperaturexperimente und das ist so eines der wichtigen Dinge, die wir hier ausstellen können. Wenn wir dann hier noch mal weiterschauen, dann haben wir gleich ein ganz großartiges Porzellanobjekt. Wir sind dann eigentlich schon bei Barock und Berggeschrei durch das Kapitel durchgeschritten und sind bei Garn und Globalisierung angelangt. Das ist das Schlüsselobjekt oder Leitobjekt, was uns da erzählt, wie nach den Verheerungen des Siebenjährigen Krieges, die für Sachsen ja wirklich furchtbar waren, ein sehr klug ausgetüfteltes Wiederaufbauprogramm, was in der Historiographie Rétablissement, also Erneuerung, Wiederaufbau heißt, das nochmal quasi politisch ins Bild bringt. Man sieht hier den Kurfürsten auf dem Tischaufsatz, wie er Saxonia, also Sachsen, auf die Beine hilft, also sozusagen wieder aufrichtet. Und er steht dabei auf Bergbau und Tuch. Das ist eine Arbeit des Modelleurs Assier, der damals nach Dresden gekommen ist. Und das ist sozusagen die Eröffnung für das gesamte Kapitel Garn und Globalisierung, das wir eben mit dem Siebenjährigen Krieg beginnen lassen. Man sieht hier nebenbei nochmal Thomas Freier von Fritsch. Das ist derjenige, der das Rétablissement entwickelt hat. Und dann sind wir natürlich jetzt hier bei dem Hauptgerät der sächsischen Heimgewerbe, Textilindustrie, nämlich der Webstuhl. Also das ist etwas, ob zunftmäßig oder frei, das stand bei den Webern in jeder Stube. In aller Regel waren sie abhängig von Verlegern, die ihnen also Garn geliefert haben und ihnen dann später die Tuche abgekauft haben. In dem Erneuerungsprogramm gab es viele Dinge wie den Import von spanischen Merino-Schafen. Es gab richtig gezielte Entwicklungen, dass man sich in Europa Best-Practice-Beispiele angeschaut hat. Es gab ein neues Publikationswesen, wo neue Erfindungen besprochen wurden. Und das Ganze führte dann zu einem, wie soll ich sagen, einer Belebung und dauernden Stärkung, die wir in diesem Fall anhand der Textilindustrie genauer untersuchen. Und da ist hier vielleicht, was dann auch die Globalisierung nochmal genauer charakterisiert, unsere Vitrine zu den Herrnhutern interessant. Die Herrnhuter sind eine protestantische Gemeinde, die aus Böhmen in die Lausitz kamen, dort sich ansiedeln durften. Und der Herr, den man da sieht, Abraham Dürninger, der hatte so ungefähr um 1800 die größte sächsische Firma aufgebaut. Er hatte 2000 Weber und 12.000 Spinnerinnen unter Vertrag. Also es war natürlich noch Verlagssystem. Und hat dann die Stoffe, die er dort hat produzieren lassen, weltweit verhandelt, vor allen Dingen über seine Missionsstationen, der Herrnhuter. Das sieht man hier, was für ein globales Geflecht das tatsächlich damals schon gegeben hat. Also es wurde Leinen in die Missionsstationen, in die Kolonien transferiert und die Kolonialwaren kamen dann zurück. Wir gucken auch die Schattenseiten der Globalisierung der damaligen Zeit an, nämlich die Sklaverei, ohne die das quasi in Übersee gar nicht möglich gewesen wäre.
Wir zeigen Handelsschiffe, auf denen so etwas verhandelt wurde, mazedonische Baumwollhändler, die damals in Chemnitz aktiv waren und die Stadt mit Baumwolle versorgt haben. Und dann zeigen wir zum Abschluss des Kapitels Garn und Globalisierung die Textilblüte, die ja damals quasi kennzeichnend war für Sachsen anhand von zwei Phänomenen. Einmal der Boomstadt Plauen mit ihrer explosionsartigen Ausbreitung, die eigentlich auf einem kleinen Akt des Industriediebstahls beruht, nämlich dass man aus der Schweiz, aus St. Gallen, einfach eine Stickmaschine exportiert hat. Illegal war das natürlich und sie nachgebaut und dann in Plauen optimiert hat. Besonders froh bin ich darüber, dass wir die Dynastie Esche hier porträtieren können. Es ist uns auch gelungen, vom Kunsthaus Zürich zwei echte Munks für diese Vitrine zu bekommen. Die Dynastie Esche hat aus kleinen Anfängen in Limbach als Strumpfwirker dann einen Weltkonzern aufgebaut, der um 1900 weltweit Socken vertrieben hat, die sehr berühmt waren. Es gab chinesische Patente, amerikanische Patente und so weiter. Und Herbert Eugen Esche, den man hier sieht, hatte sich in Chemnitz von Henry van der Velde eine Villa bauen lassen und hatten diese Villa Edward Munch eingeladen, der dann die Familie und ihn und auch einen Blick aus der Henry van der Velde Villa gemalt hat. Wir gehen weiter und kommen dann zu dem Kapitel Karl Marx und Karl May. Das ist die Zeit der Hochindustrialisierung. Hier ist mir besonders wichtig unser großes, wir nennen das auch in unserem internen Jargon, Boomregal. Das ist also quasi die hohe Zeit der sächsischen Industrie mit ihren vielfältigen Erfindungen, Produkten. Das fängt an mit der Eisenbahn, die quasi die Basis von allem bildet, und geht dann über Maschinenbau zu vielen einzelnen Dingen. Wir haben hier in der Mitte auch eine große Porträtreihe der wichtigen Unternehmer dargestellt. Und was mir besonders wichtig ist, ist dieses kleine Objekt hier in der Mitte. Das ist nämlich eine Dampfmaschine in einer Nussschale, die 1893 auf der Weltausstellung in Chicago gezeigt wurde. Und ich finde, das zeigt eigentlich den Spiritus oder den Spirit der Sachsen am intensivsten. Die Welt in der Nussschale ist so ein barockes Bild und das zeigt eben, in der Mitte der Welt ist für die Sachsen ist da eine Maschine. Da kann ich noch sagen, wir haben eigentlich auch in dieses Industriegestell die Vitrinen, die eigentlich so eine Art veredelt mit unseren Gläsern, mit den Vitrinen eingebaut, und zeigen die Objekte wirklich mit der Kraft ihrer Wirkung hier drin. Also wir haben verzichtet, hier das anzuschreiben. Wir haben drüben dann Monitore, da kann ich eigentlich zu jedem Objekt die Informationen kriegen und nicht über Legenden hier oder Objektbeschreibungen, dass man eigentlich über die ganze Ausstellung sehr stark auf die Objekte und auf die Kraft der Objekte setzt. Vielleicht, was ich auch noch erwähnen will, wir haben eigentlich begleitend auf der ganzen Seite die Fenster abgedunkelt, eben weil wir starke konservatorische Bedingungen haben, und haben das aber gemacht so mit einer fast abstrakten Malerei von Gunnar Borbe, die eigentlich so Erdlandschaften, das Wühlen in der Erde über 500 Jahre eigentlich so symbolisiert oder darstellt, dass es eigentlich wie eine eigene begleitende Schiene ist, ohne die ich aber nicht beschreiben muss, die aber atmosphärisch in den Raum wirkt. Ja, wichtig noch zu erwähnen, man kann sich hier in der Mitte der Ausstellung eben auch hinsetzen und das Regal genau studieren. Es gibt dort, wie gesagt, große Pads, wo man jedes einzelne Objekt anwählen kann. Und die ganze Ausstellung, also diese Abteilung Karl Marx und Karl May, ist so aufgebaut, dass man auf der einen Seite mal quasi die Heroen der bürgerlichen Industrialisierung hat und auf der anderen Seite haben wir die beiden namengebenden Protagonisten, Karl Marx und Karl May.
Das ist ein bisschen zum Schmunzeln, aber eben auch durchaus ernst gemeint. Wir haben auf dieser Seite quasi die Seite der sozialen Konflikte und der sozialen Bewegungen. Es ist ja Sachsen eigentlich ein Ursprungsland, eine Wiege der Sozialdemokratie und auch der Frauenbewegung. Das zeigen wir dort alles. Und auf der anderen Seite ist Sachsen auch ein Land der Alternativentwürfe, der Fluchtbewegungen aus der Industrialisierung heraus. Und das zeigen wir quasi in diesem Flügel von Karl May. Vielleicht noch interessant, dieses Bild von Sascha Schneider, die Glut. Das ist insofern interessant. Sascha Schneider war ein Freund von Karl May. Es wurden auch quasi alle, sieht man hier im Hintergrund, die Titel von ihm wurden von Sascha Schneider entworfen. Dieses Bild hing bei dem Papierfabrikanten Niethammer in der Turnhalle für die Arbeiter. Dem hat es so gut gefallen, dass er das Bild dann gekauft hat. Und die Firma Niethammer und deren Sozialprogramm, was so auf dem protestantischen Hausväterverständnis beruht, das zeigen wir hier in der Ausstellung auch. Also wir zeigen sowohl Gewerkschaftsbewegung, Genossenschaftsbewegung, wir zeigen aber auch Stresemann und eben in diesem Fall auch Niethammer, die besondere soziale Konzepte entwickelt haben. Wir gehen dann weiter und kommen zu dem Kapitel Schockensöhne und Sachsenstolz. Und das beginnt quasi mit dem Ersten Weltkrieg. Und da haben wir hier quasi die Vitrine, die das Ganze eröffnet. Da hat man einmal eine Papierunterhose, Ersatzbrot, eine Uniform. Und besonders wichtig ist uns und auch ein Ausdruck für das sächsische Ingenieursverständnis ist uns diese Papierrolle. Dort hat angehender Ingenieur, ein Student in der Kriegsgefangenschaft in Frankreich, seine Doktorarbeit geschrieben und da ihm das Papier abgenommen wurde, hat es dann auf dem letzten Papier gemacht, nämlich eine Toilettenrolle. Und in Kurzschrift, in Stenografie, hat er dann dort das Prinzip von Dampfmaschinen nochmal genauer analysiert. Insgesamt ist in diesem ganzen Kapitel der Aufmacher die Welt des Konsums, wie sie sich plötzlich auch in einer neuen Form der Öffentlichkeit, also der Plakate, für alle Leute besonders dargestellt hat. Wir Plakate von 1904 und das geht hier dann ganz rum bis 1945. Es ist gemischt, sowohl Werbeplakate, aber auch politische Plakate oder Propagandaplakate in dem Sinne, dass für Hygiene geworben wird oder für ähnliche Dinge mehr. Hier vorne ein ganz berühmtes Objekt, ein Fahrrad mit Hilfsmotor von DKW. Also der Name DKW kommt ja von einem kleinen Motor, der eigentlich mehr als Kinderspielzeug entwickelt wurde. Das hieß das kleine Wunder. Das hieß das Knabenwunsch, also dieser Motor. Und dann hat man diesen Motor quasi auf ein Fahrrad drauf montiert und dann hieß das das Knabenwunsch. Das sind also immer Abkürzungen von DKW. Und im Volksmund hieß es dann auch eben Arschwärmer, weil das wurde dann eben auch tatsächlich sehr warm. Wir gehen dann mal weiter und haben dann hier erstmal sozusagen die beiden ikonischen Objekte des Kapitels Schockensöhne und Sachsenstolz. Das ist einmal die Lokomotive Sachsenstolz, die stellvertretend steht für die Leistungsfähigkeit der sächsischen Industrie in dieser Zeit. Schockensöhne und Sachsenstolz ist ein bisschen ein Kippbild und das Kippbild lässt sich am Schockenkonzern am besten darstellen. Also aus kleinsten Anfängen aus Zwickau entsteht der fünftgrößte Warenhauskonzern in Deutschland bis 1933. 1933 kamen die Nazis an die Macht. Die Gebrüder Schocken waren jüdischen Glaubens. Dann wurde der Konzern arisiert
Und es lebte dann nur noch Salman Schocken. Simon Schocken ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, musste dann in die Emigration gehen. Also Erfolg, und dann wurde er abgewürgt durch politische Verhältnisse. Wenn wir uns dann umdrehen und hier in diese Richtung gucken, dann ist es die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Und das große Ereignis in der Weltwirtschaftskrise, was für Sachsen so wichtig war, war die Fusion der sächsischen Autoindustrie in Form der vier großen Firmen, Horch, Wanderer, Audi und DKW, zur Autounion, wo dann quasi diese vier Ringe das Logo gebildet haben, was dann heute bei der Firma Audi in Ingolstadt gelandet ist. Ohne diese Staatsintervention, muss man sagen, würde es die sächsische Autoindustrie heute nicht geben. Wir schauen uns die politischen Verhältnisse an, die Straßenkämpfe zwischen Nazis und SA und Rotfront-Kämpferbund. Und wir gucken dann auch exemplarisch auf zwei verschiedene Betriebe in Sachsen. Ich will jetzt nur den einen, Christoph und Unmack, herausgreifen. Das ist eine Firma, die nach dem Ersten Weltkrieg aus dem preußischen Barackenbau ein Fertighauskonzept entwickelt hat. Man sieht hier, und mit namhaften Architekten zusammengearbeitet hat, wie hier Konrad Wachsmann. Konrad Wachsmann hat dann auch für Albert Einstein das Sommerhaus in Kaputt gebaut. Aber sobald sich die politischen Verhältnisse gewandelt haben, wurde das dann eher ein Schreckensprogramm. Denn wir sehen jetzt hier eine Wand aus einem Zwangsarbeiterlager. Im Grunde genommen ist mit diesen Baracken die Blaupause für die vielen Zwangsarbeiter, für die KZ-Baracken und auch für die Auschwitz-Baracken geschaffen worden. Industriekultur ist eben nicht nur positiv, sie kann auch in die größten Tiefen herabreichen, wie man sieht. Also im Krieg, weil ja die meisten Arbeiter an der Front waren, mussten dann Zwangsarbeiter heran, und die haben dann tatsächlich Waffen produziert oder ähnliche Dinge. Wir haben hier verschiedene Sachen ausgestellt. Besonders interessant die Nachfolge der Enigma-Maschine, nämlich die sogenannte Hitlermühle, also ein Chiffriergerät. Ähnlich ist es hier eben auch mit so einem Motorrad AT-125 von DKW. Ohne dieses Motorrad wären die Blitzkriege der deutschen Wehrmacht nicht möglich gewesen. Und man sieht hier schon quasi vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, wie quasi sich in der Werbung die Militarisierung, das sind ja quasi apokalyptische Reiter, die man dort sieht, nicht aus dem von 1937, 38, 39, das ist ja quasi schon die ideologische Vorwegnahme und Einübung der Aggression des Krieges. Es fängt gegenüber dann das Kapitel Trabi und Treuhand an. Wir enden quasi mit der Atombombenexplosion, aber ich wollte noch mal aufmerksam machen, dieses Motorrad, was man hier sieht, war technisch ganz außergewöhnlich gut, und es wurde das Werk sofort von den Russen demontiert, wie so vieles andere, und aber auch der Ingenieur mitgenommen, also zwangsverpflichtet nach Russland, und dann wurde quasi nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland auch wieder diese DKW-Maschine nochmal weitergebaut und entwickelt. Im Hintergrund sieht man die vielen Enteignungslisten der ersten Enteignungswelle, der Fluchtwelle, also es gab ja damals schon den ersten Aderlass in der sächsischen Industrie. Und weil ich die Atombombenexplosion erwähnt habe, das hat die Region hier ungeheuer geprägt in Form der Wismut, sowjetischen Aktiengesellschaft. Nach 1953 war es eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft, wo wir hier verschiedene Objekte zu der Geschichte haben. Am Anfang ist quasi mit Straßenkleidung und völlig behelfsmäßig umgeschützt mit Rucksäcken
das uranhaltige Gestein aus den alten Silberbergwerken rausgekratzt worden. Aber nach und nach wurde der Betrieb professionalisiert, es gab professionelle Anzüge. Es gab sogar den tiefsten Schacht der Welt und Europas lange Zeit in Hartenstein in Aue mit einer Tiefe von 2000 Metern. Wir zeigen Auszüge aus dem Film Sonnensucher von Konrad Wolf. Und wo ich jetzt besonders Wert drauf lege in dem Wismut-Komplex ist, dass es uns auch gelungen ist, aus der Akademie der Künste in Berlin, aus dem Archiv, das Originalmanuskript von Werner Breunig. Das ist ein Schriftsteller mit einem sehr tragischen Schicksal. Ich finde ihn eigentlich fast den besten in der gesamten DDR-Literatur. Und er hat ein großes Panorama der Bergwerksarbeit, der Bergbauarbeit der Wismut im Erzgebirge geschrieben. Es wurden Teile davon vorab veröffentlicht und das hat dem Politbüro und den Leuten überhaupt nicht gefallen. Dann wurde er nach Strich und Faden fertig gemacht, endete im Alkoholismus. Sehr tragisches Schicksal, aber mit das Beste, was ich an DDR-Literatur überhaupt kenne. Das Buch wurde posthum dann um 2000 herum veröffentlicht. Ja, ein Höhepunkt in der sächsischen Industrie und in der DDR-Wirtschaftsgeschichte ist die Erfindung des Malimo-Verfahrens. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es uns gelungen ist, den Prototypen hier ausstellen zu können. Er gehört dem Deutschen Historischen Museum und wurde aber im Deutschen Museum in Bonn gezeigt. Malimo heißt Mauersberger Limbach Oberfrohna. Heinrich Mauersberger hat eigentlich seiner Frau zugeschaut, wie sie Handtücher oder so etwas repariert hat durch Übersticken und ist dabei auf die Idee gekommen, ob man nicht Weben und Sticken in einem Arbeitsgang vereinen kann. Und das ist quasi der Entwurf an dieser Maschine. Und diese Web- und Wirktechnik in Kombination beschleunigt das Produktionsverfahren um Größenordnungen, weil auch kein Schiffchen mehr hin und her fährt. War schwieriges durchzusetzen. Der Mann hatte auch dauernd Schwierigkeiten, aber er konnte ein Patent anmelden und eine amerikanische Firma wollte das Patent ziehen. Und das landete auf dem Schreibtisch von Walter Ulbricht und dann ging die Sache richtig ab. Es war ein richtiger Erfolg der DDR-Wirtschaft, nämlich sowohl was die Stoffe anging, die exportiert werden konnten, aber vor allen Dingen auch was die Maschinen anging. Hier, wie gesagt, der Prototyp einer solchen Maschine, wie sie in der Garage entstand. Wir zeigen noch andere Dinge aus der DDR-Textilindustrie. Die Textilindustrie wurde ja vor allen Dingen als Devisenbringer ausgebeutet. Und da haben wir zum Beispiel einen Gebetsteppich für Pakistan oder die vielen Strümpfe, die in den Westen gegangen sind und hier nicht zu kaufen waren. Oder hier unten eben auch ein Sortiment an IKEA-Stoffen. Auf der anderen Seite sieht man einen goldenen Anzug. Der goldene Anzug ist ein satirisches Objekt. Dem Gestalter Lutz Rudolf gefielen die Herrenmode und vor allen Dingen die Anzüge mit dem Namen Präsent 20 überhaupt nicht. Man hat sie dann in Polyester gedrängt und in Form gebracht und dann mit Goldbronze angemalt und in Ostberlin auf einer staatlichen Modenschau gezeigt, was natürlich für Aufsehen gesorgt hat. Ja, und das ist jetzt hier das namengebende Objekt dieser Abteilung, nämlich der Trabant. Der Trabant wurde nach dem 17. Juni 1953 entwickelt. Man sieht hier auf dem Bild mal ein Vorläufermodell, den P50. Der Trabant ist eigentlich ein sehr interessantes Auto, sehr robust. Aber es wurde quasi auf die lange Laufzeit von 1953 bis 1990 nicht so sehr viel dran verändert technisch. Das heißt also, das Gerät wurde immer rückständiger. Interessant an dem Trabant ist aber die Konstruktion, nämlich man hat so ein Blech-Stahl-Skelett, auf das dann die Plastikkarosserie aufgebracht wird. Also man hat
Baumwolle in Phenolharz oder mit Phenolharz durchmischt, mit hohem Druck und unter hoher Temperatur gepresst, in Form gepresst, dann da aufgebracht. Das ist eine Methode, die schon von DKW für den Frontwagen 8 entwickelt wurde oder mal experimentell hergestellt wurde. Wir haben hier eine ganze Reihe von Design- und Ingenieursweiterentwicklungen, Entwürfen des Trabanten, die aber immer nur für die Schublade produziert wurden, weil das Politbüro das einfach nicht zugelassen hat. Wir zeigen hier im Weiteren auch eine ganze Reihe von Industriegestaltungsobjekten, vor allen Dingen von Karl-Klaus Dietl. Da ist einmal das Kultmotorrad Simson S50 zu nennen, das quasi das offene Prinzip von ihm genau demonstriert. Also offenes Prinzip heißt, es gibt eine Tragkonstruktion und dann gibt es modulhafte Elemente, die man sowohl konstruktiv in der Produktion, aber auch hinterher von der Nutzung her dauernd verändern und variieren kann. Wir haben hier Radiomodelle, die berühmte Schreibmaschine Erika und solche Dinge mehr. Auch besonders toll ist dieses Objekt, ein Denkmal der Plan- und Mangelwirtschaft, aber eben auch der Findigkeit der Menschen, damit umzugehen. Es ist eine sogenannte Sägeblatt-, Schleif- und Schränkmaschine. Das ist die Arbeit eines Dresdner Schreiners, der sich nicht anders zu helfen wusste, um Sägeblätter zu schärfen, indem er sich eine eigene Maschine gebastelt. Und wir enden dann dieses Kapitel mit der Umweltbewegung, mit der Friedensbewegung und den Umweltschäden, die wir da im Einzelnen in dieser Vitrinenzeile zeigen. Wir wollen jetzt hier aber die Abkürzung nehmen und kommen quasi zum Schlussbild von Trabi und Treuhand. Das ist unsere Treuhandwand, wo wir eigentlich diese Zeit nochmal in Erinnerung rufen, auch wie sie, wie quasi die Dynamik der Zeit zu verstehen war. Es gab Montagsdemos, wo gesagt wurde, kommt die DM, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das war natürlich in der Lage damals ein ungeheures Druckmittel, um die Währungsunion so schnell wie möglich herbeizuführen. Das hatte dann allerdings auch Folgen, weil die runtergewirtschafteten Betriebe der DDR auf dem Weltmarkt keinerlei Chance mehr hatten, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Wir zeigen eine Rede von dem ersten Treuhandchef vor der Volkskammer, in dem er die Aufgabe der Treuhand als eine Aufgabe von nahezu furchterregender Dimension schildert. Und wir zeigen eine hochinteressante Fotodokumentation aus der Zeit von 1990 bis 1994 ungefähr aus den sächsischen Betrieben, wie es dort ausgesehen hat, wie die Leute aussahen, wie sie sich gefühlt haben. Es ist sehr anrührend, es sind so ungefähr 60 Fotos, die dort im Dauerloop laufen. Das war die Treuhand und dann kommen wir zu unserem Gegenwartskapitel. Man hat ja gemerkt, man hat sich jetzt durch 500 Jahre Geschichte gewebt und wir landen eigentlich beim Hier und Jetzt, beim Heute. Es ist ein Ausblick, auch vielleicht räumlich auch so verstanden, ein offener Ausblick, es ist ein offener Raum. Wir zeigen eigentlich verschiedene Leute, die über Projekte, die Zukunft reden, über Sachsen als Ort, über Neuland, das man begeht, wo man die Forschung, wo die Industrie hin will. Und das Ganze eigentlich vor einem sehr großen Fries im Hintergrund, der eigentlich die Industrielandschaft zeigt. Also es ist nicht eine unberührte Naturlandschaft, sondern es ist eine Landschaft, die über Jahrhunderte von Menschen verformt, umgeformt und so geformt wurde, wie wir sie heute antreffen. Und das ist eigentlich der große Ausblick, das Panorama eigentlich. Wo hat es eigentlich stattgefunden, dass man hier nochmal wirklich Sachsen in Bild einfängt und
eigentlich, glaube ich, mit einem eindrücklichen Panorama und Statements wieder entlassen wird aus der Ausstellung. Ja, das Kapitel insgesamt ist, wie Tristan Kobler schon gesagt hat, in drei Elementen aufgebaut. Wir haben einmal eine Faktenbasis. Das konfrontiert sich hier auch in dem Durchblick mit dem Blick auf die Treuhand, also die sehr, sehr schwierige Zeit und so, wie Sachsen heute dasteht. Diese Protagonisten der Zukunft, die ihre Projekte vorstellen, die ihre Meinung zu verschiedenen Problemen in Sachsen darbieten und eben dieser Landschaftsprojektion. Wenn wir weitergehen, haben wir hier links und rechts nochmal zwei seitliche Wände. Einmal können auf der einen Seite die Besucher ihre Zukunftsvorstellungen dort formulieren und auf der anderen Seite direkt am Eingang haben wir Zukunftsbilder aus Zwickau von der Generation 2020. Das sind also diejenigen, die heute 20 Jahre sind, also im Jahr 2000 geboren wurden. Und mit diesem Blick und den Statements der Jugendlichen hört die Ausstellung auf. Und ja, wir wünschen uns natürlich viele Besucher. Wir konnten nur sehr, sehr wenig in diesem sehr, sehr schnellen Durchgang zeigen. Das erschließt sich dann nur dem, der wirklich kommt und auch ein bisschen Zeit mitnimmt.